Genau, hallo. Ich glaube, also ich bezeichne mich selbst immer als, zumindest in diesem Kontext, als Spoken-Word-Poetin, auch ein bisschen, weil das von den existierenden Beschreibungen eben diese ist, die mir, glaube ich, am nächsten kommt. Ich glaube, so tituläre Bezeichnungen sind eh nicht so meins. Also es passt vielleicht auch schon ja, im weitesten Sinne zur Form. Ich mag eigentlich Tätigkeitsbeschreibungen in Verben. Also am liebsten spreche ich davon, dass ich schreibe und dass ich auftrete und dass ich spreche. Viel lieber als davon, dass ich etwas irgendwie bin, worauf ich mich dann sehr, sehr stark festschreibe. Ich glaube, das, woran sich das so ein bisschen, vor allem in der frühen, so noch unreflektierten Phase orientiert hat, ist das, was man da auch der Begriff ja so als klassischen amerikanischen Spoken Word bezeichnet. Der ist aber selber wieder total einflussreich. Also, beziehungsweise, ja, also reich an Zuflüssen, nicht nur reich an Einflüssen, die es nimmt. Also, ich glaube, es gibt bei Musik wahnsinnig viel, auch bei Popmusik, Einfluss von mir auf mein Schreiben für die Bühne, vor allem in der Art des Strukturierens, aber zum Beispiel in der Art, wie ich Dramaturgie auch denke, tatsächlich auch in wissenschaftlichen Texten. Also, ich übernehme manchmal auch Strukturen von eigentlich wissenschaftlichen Formen des Schreibens. Soll ich erstmal schon mal weitergeben, bevor ich mich total verrenne? Wir haben ja noch Ja, ganz sonst viel fange ich Zeit, an, das ist dazwischen so zu schwer zu fragen und tun. das Konzept der Vorstellung gleich zu unterbrechen. Ja. Vielleicht. Beziehungsweise, wo fängt die Vorstellung an? Wo fängt die Lebensgeschichte Ja. an? Fluide. Genau, ich würde an Dean weitergeben. Ja, das Ringen um Bezeichnungen in so einem künstlerischen Arbeiten, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die uns auch insbesondere in diesem Hausacher-Kontext irgendwie alle sehr verbunden hat, dass wir zwar auf Poetry Slam-Bühnen unterwegs waren, uns aber nicht immer unbedingt als Poetry Slammerin gefühlt haben. Ich studiere zurzeit Medienkunst in Weimar. Für mich ist aber weiterhin auch irgendwie wichtig immer der Transfer von Sprache in andere Medien, also in Film. Ich habe lange auch immer mal wieder Poetry Clips gemacht. Zurzeit beschäftige ich mich viel mit Hörspiel und ja, so einer Sound. Komponenten von Sprache. Genau, und wenn ich mich jetzt irgendwie festlegen würde, irgendwie sowas wie Spoken Word und Medienkünstler oder so. Aber ich glaube, ich bin auch sehr pragmatisch, was die Bezeichnung angeht, weil manchmal braucht man eine bestimmte Bezeichnung, um bestimmte Dinge tun zu können. Zum Beispiel, um hier zu sein. Timo, wie ist es bei Ihnen oder dir? Da taucht, glaube ich, noch ein ganz alterer Begriff auf, nämlich der Rhapsode. Ja, also ich muss vielleicht kurz mal zurückspringen. Ich habe 1993 rhapsodisches Kabarett auf mein erstes Plakat schreiben wollen, für ein Soloprogramm. Und alle in meinem Umfeld haben mir abgeraten, nimm das ja nicht und wer will das verstehen? Jetzt mache ich Schulbücher und sage rhapsodischer Literaturbegriff, rhapsodischer Literaturunterricht und mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe einfach diese Zeit überstanden, den Begriff nie aufgegeben. Aber so wie Dean, du das auch gerade gesagt hast, es ist eben strategisch manchmal gut, einen Begriff dann auch vielleicht fallen zu lassen. Dann kann man ihn später vielleicht wieder aufgreifen. Ich fühle mich diesem, ja, dieser auch vielleicht nur vorgestellten, ununterbrochenen Linie von Überlieferung, von Poesie, von Sängerin zu Sänger und so weiter, irgendwie verbunden. Das ist eine Urinspiration für mich gewesen. Und deswegen passt das zu mir eigentlich. Es ist natürlich total rückwärtsgewandt irgendwo. Für mich war ja sehr wichtig, dass ich zum Poetry Slam hinzustoßen konnte. Mit Ende 20, als das nach Deutschland so richtig reingeschwappt ist, bin ich quasi durch den Poetry Slam quasi eigentlich an die Gegenwart vollends angedockt. Und wenn ich jetzt durch die Hausacher Geschehnisse mich auch als Spoken Word Autor bezeichne, dann fühle ich mich dabei sehr wohl. Das ist für mich einfach ein sowohl als auch. Und wir hatten auch immer wieder über die verschiedenen Quellen gesprochen, die hierzulande zum Spoken Word dazugezählt werden könnten. Insofern, also ich habe da jetzt viel gelernt in diesem Jahr.
Ich glaube, das passt einerseits rhapsodisch unterwegs zu sein und andererseits als Spoken Word Autor. Ich glaube, das Spannende ist, dass im Rhapsoden ja noch so was wie der fahrende Sänger auftaucht. Ja. Also eigentlich die Bühne eine ganz andere Form hat, weil sie eben auch die Straße sein kann. Habt ihr alle auch schon mal auf der Straße Poesie aufgeführt, oder? Ja, auf der Straße. Wie schafft man auf der Straße sich den Raum für Poesie? Also, naja, einmal, das ist was, was glaube ich, worauf Bas Böttcher mal hingewiesen hat. Das fand ich eine gute Präzisierung. So, das Hören ist eben, ich habe leider das Fachwort dafür vergessen, aber ein Sinn, den man nicht richten muss, im Gegensatz zum Schauen oder zum Lesen. Das braucht ja ein sehr aufmerksames Schauen und längeres Schauen, es sei denn, es sind nur wenige Zeilen, die können einen dann schon mal anspringen, aber so, das Gehörte trifft einen doch ein bisschen unweigerlicher, glaube ich, vor allem im öffentlichen Raum. Und ich glaube, das passiert erst. Man erkennt irgendwie, man hört das Sprechen, man erkennt auch, dass das eine andere Form des Sprechens ist als irgendwie ein Alltagsgespräch, allein schon an der Sprachmelodie. Dann bleiben doch meistens zumindest ein paar Leute stehen und dann bleiben andere Leute stehen. Also ich glaube, in erster Instanz tatsächlich, indem man sich den einfach nimmt und eine Behauptung aushält, auch während es erstmal noch unangenehm ist. Und das ist, finde ich eigentlich ganz schön, weil das, glaube ich, ich immer mehr merke, dass ich in allen Formen des Schreibens eigentlich diese Fähigkeit brauche. Also wenn ich auf dem Marktplatz stehe und versuche, ein Gedicht vorzutragen, dann ist das sehr, sehr körperlich und sehr spürbar. Aber so sich einen Raum nehmen und behaupten, dass das, was man da gerade versucht zu äußern, wichtig genug ist, dass jemand zuhört oder eben auch aushalten, dass es gerade niemand tut und dass niemand hinschaut und dass das noch kommen wird, das ist ja auch für die irgendwie einsame Arbeit am Gedicht, am Schreibtisch wichtig. Das ist eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Art von Durchhaltevermögen, die man braucht, um sich da mit durchzukämpfen und zu denken, ach, wahrscheinlich liest das nie jemand und wenn doch, dann findet es niemand, dann kommt da niemand ran oder das interessiert niemanden oder so. Und so vor sich selbst und anderen stetig zu behaupten, okay, doch, ich probiere mal, das da hinzulegen und zu gucken, ob es doch jemand anschauen möchte. Also quasi das Resonanzlose machen, das man aushalten können muss. Ja, und auch das quasi daran glauben, eine gewisse Wichtigkeit erstmal einfach behaupten, auch wenn sie noch niemand glaubt, vielleicht inklusive der Autorin. Also mir zumindest kommt die auch immer mal wieder abhanden und dann finde ich sie wieder, aber so. Habt ihr da Strategien? Also ich glaube, das geht jedem so, dass man sich von der Wichtigkeit wieder überzeugen muss. Dean? Ja, also zu beidem, also einmal zu dem, was Josie gerade gesagt hat und zu der Frage, ich glaube, die Resonanzlosigkeit erstmal auszuhalten, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Strategie. Also das ist, glaube ich, auch wenn man auf der Bühne steht und einen Text vorträgt und erstmal, man kann natürlich immer mit versuchen zu antizipieren, was eine Reaktion sein kann, aber letztendlich muss man mit jeder Reaktion erstmal leben können. Und das schafft, glaube ich, eine gewisse Autorität, wenn man erstmal schafft, natürlich erstmal was in den Raum reinzusagen und eben performt und dann glauben die Leute auch, also irgendwie diese Autorität, die man sich da verschafft. Also es ist genauso wie, ja, eben, wenn es jetzt die Fußgängerzone ist tatsächlich, natürlich gibt es dann auch so technische Möglichkeiten wie eine PA-Anlage und ein Mikrofon, was vielleicht auch noch ein bisschen hilft, aber wenn erstmal eine bestimmte Haltung eingenommen wird, dann schafft das auch Gehör irgendwie. Wie viel Übung braucht die Haltung? Also was steckt da dahinter? Würdet ihr sagen, das kann man auch aus dem Augenblick erzeugen, dass man einfach mal, machen wir jetzt gerade auch bei unserem Gespräch, wir sprechen mal in den virtuellen Raum hinein und schauen, ob wir Resonanz finden und das sehr improvisiert, weil wir vorher die Fragen nicht durchgesprochen haben. Aber wie wichtig ist da für euch der Augenblick und gleichzeitig sowas wie Übung, Vorbereitung, Training? Das Perfekte vielleicht auch, das man davor schon hat? Also ich glaube, die Übung besteht in der Wiederholung durch die Zeit, dass immer wieder sich von dieser irgendwie wehrlos suggestiven Situation die auszuhalten und das zu wiederholen. In dieser Einübung des Zustands liegt sehr viel. Und die Perfektion eines Textes beispielsweise sehe ich da weniger im Blick bei mir als die,
die Stärkung meiner Haltung dahingehend eine Situation zu schaffen, die kommunikativ ist. Ich halte Poesie für eine Kommunikationsform. Sprich, wenn dann die Situation vor Ort, wo auch immer das jetzt sein mag, wie offen oder vorbereitet, voraussetzungsvoll oder auch nicht das ist, kommt dann meine Haltung zentral zum Tragen. Also das ist, hängt von mir ab, wie ich jetzt dann auch das Ziel letztendlich für mich bestimme. Auch dieses Ziel kann sich dann immer noch mal verändern, weil ich, wie gesagt, eigentlich in einen Dialog trete, wenn ich so in die Öffentlichkeit strebe. Josephine? Ja, den Teil würde ich total unterschreiben. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein Einüben einer Haltung und dann vielleicht auch das ganz nominelle Üben von einem konkreten, ich bin eingefroren gewesen. Ne? Bin ich ganz jetzt kurz nur. Okay. Genau, auf das nominelle Üben von einem konkreten Text bezogen, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich wertvoll, vor allem insofern es eine Beweglichkeit in sich hat. Also so Üben eines Textes bedeutet eigentlich, sein Veränderungspotenzial auszuloten. Mhm. Sowohl die Tatsache, dass ich, wenn ich einen Text übe, ich merke, also mein Text verändert sich immer noch, wenn ich ihn und ich lerne zum Beispiel Texte auswendig, ganz aktiv, bevor ich damit auftrete. Das zum Beispiel hat auch mit Veränderlichkeit zu tun. Weil wenn ich den kann, dann kann ich auch anders reagieren. Dann bin ich viel mehr quasi, die Situation ist live in meiner Hand, um verändert zu werden und angepasst zu werden, um zu gucken, genau das, was Timo beschrieben hat, kann ich, wenn ich nicht ans Textblatt gebunden bin, viel stärker. Aber auch in diesem Prozess des Auswendiglernens zum Beispiel ändert sich der Text auf dem Blatt, weil ich doch im Hören, im Sprechen, in verschiedenen Arten diesen Text zu sprechen, nochmal entdecke, dass ich Sachen verändern will oder zum Beispiel ganz automatisch beim Auswendiglernen bestimmte Worte ersetze. Weil ich mich falsch erinnere, weil das andere Wort tatsächlich metrisch besser war an der Stelle zum Beispiel. Mhm. Und auch so späteres noch üben auf der Bühne selbst und irgendwie abseits hat für mich auch damit zu tun, zu sagen, okay, ich habe den jetzt eine Weile so verstanden und so interpretiert diesen Text, was ist, wenn ich den anders mache? Also keine Ahnung, ich musste vor einer Weile einen Text, den ich lange nicht gesprochen habe, wieder auswendig lernen. Das hat mich unglaublich gelangweilt, weil ich den irgendwie schon kannte. Und dann habe ich irgendwann den Text komplett geflüstert, einfach um das anders zu machen und um mich nicht zu langweilen. Und der war auf einmal doppelt so lustig wie davor. Der war gar nicht so lustig. Mhm. Und das wusste ich selber nicht. Und also ich glaube, ein Üben, das ich sinnvoll finde, kann genau solche Effekte erzeugen. Sagt, ich lerne irgendwie noch was Neues über den Text und es wird auch ein anderer Text in diesem sprechen. Ich denke, also ich wollte nur kurz sagen, ich bin auch immer sehr beeindruckt. Es gibt so Leute, die haben Performances, die sitzen einfach und das finde ich auch sehr beeindruckend, wenn die sich zu jedem Wort, zu jedem Satz, zu jeder Zeile eine Bewegung überlegen und die Performance stimmt einfach. Das möchte ich, also finde ich auch sehr wichtig zu betonen, dass es das auch gibt. Aber ich bin auch voll bei dem, was jetzt auch gerade gesagt wurde, dieses Wörter ersetzen beim Vortrag des Textes, das kenne ich auch selbst von mir sehr gut, wenn man merkt, dass der Text dann besser funktioniert, einfach sich besser beim Sprechen anfühlt und das ist ja eine sehr, sehr wichtige Komponente bei der Art von Bühnenkunst, von Lyrik, von Poesie, von Poetry, wie auch immer man es nennt und dann noch die Erfahrung auch, dass die Auftritte, die mich häufig am meisten überzeugt haben, waren auch häufig Auftritte, in denen Menschen es geschafft haben, auf die Situation zu reagieren, während sie einen Text vorgetragen haben. Also auf Zwischenrufe aus dem Publikum oder auf Dinge, die passiert sind. Auch das Tempo vielleicht, das kann vom Tempo sein bis zu einem eigenen Kommentar, bis zu einer Unterbrechung. Und das sind genau diese Freiheiten, die entstehen, wenn der Text auf eine gewisse Weise sitzt und ja, gut verinnerlicht ist. Dann hat man natürlich mehr Freiheiten auch mit dem Spiel dann auf der Bühne. Also weil es eben ein Wechselspiel zwischen Übung und Improvisation ist. Ich brauche eine gewisse Sicherheit, dass ich dann wieder souverän werde. Habt ihr, da wir ja nachher auch über Textentstehung und Archivierung sprechen, gibt es bei euch solche Erfahrungen? Josephine hat jetzt schon das Beispiel von, sie hat den Text geflüstert, aber dass es Situationen gibt, wo man denkt, oh Gott, sind die peinlich.
Und gerade diese peinliche Situation, was ich Wort vergessen, Mikro umgefallen, Lautsprecher tut überhaupt nicht. Also es gibt ja alle möglichen Formen dessen, was peinlich sein könnte und was, glaube ich, bei der klassischen Lesung von Literatur kriegt man mit, dass die am Anfang immer so eine Peinlichkeitsschwelle hat. Also wenn man viele Aufzeichnungen von Lesungen hört, da gibt es als erstes die Situation, wir sitzen hier beieinander, aber leider hat es ganz wenig Publikum. Das ist natürlich schon mal eine peinliche Situation. Also versucht der Moderator immer irgendwelche Witze zu machen, um das weniger tragisch zu machen. Das Gegenbeispiel ist, es gibt ganz viel Publikum und hinten rebellieren schon ein paar, weil sie keinen Platz haben. Also auch sowas muss vermittelt werden. Aber ich habe den Eindruck, wenn man Lesungsaufzeichnungen hört, gibt es immer so den Versuch, diese Schwelle, diese Grenze zu überspielen, um einen Platz zu schaffen, was ihr vorher gesagt habt mit der Setzung, weil vielleicht die klassische Lesung nicht so sehr diese Setzung, sondern sie kommt aus dem Buch heraus. Ich glaube, da ist diese Peinlichkeitsschwelle höher. Aber habt ihr sowas innerhalb eurer Vorträge in Erinnerung, wo ihr sagen würdet, da gab es eine Situation, da wusste ich nicht weiter, oder gerade weil die Situation so war, wusste ich plötzlich weiter. Gibt es solche Anekdoten bei euch? Timo? Spontan fällt mir eine Szene ein in München auf dem Oben-Ohne-Festival, es hieß wirklich so, einem Hip-Hop-Festival in den Nullerjahren. 2003 vielleicht oder so. Und wir waren als Spoken-Word-Autoren eingeladen, eine Hip-Hop-Programmstunde, also eine Fehlstunde auszufüllen. Der Veranstalter hat neben einem Kloster, einem aktiven Kloster veranstaltet, und zur Messezeit, Abendstunde, war es sozusagen nicht möglich, die Bässe voll aufzudrehen. Also wurden wir engagiert und ich stand vor Hip-Hops und habe mir erlaubt, meine Form von Knittel-Rap-Texten vorzutragen und wurde mit Bechern beschmissen. Also wenn das sozusagen, das sind so die bildhaften Erinnerungen oder die spürbaren, wo ich dann halt wusste, ich bin falsch, ich bin in was reingeraten, ich bin da in eine Falle getappt oder sowas, aber danach bist du eigentlich froh, dass du sowas erlebst, weil je mehr davon passiert, desto weniger peinlich, also Scheitern als Berufsbegleiterscheinung ich denke mal, ist nicht wegzudenken. Also aus meiner Erfahrung nicht wegzudenken. Ja. Wie ist es bei euch, Josefine und Dean? Naja, es gibt natürlich irgendwie hundertfach von so diesen kleinen Störungen, also man tritt irgendwo auf und dann geht so eine wahnsinnig laute Kaffeemaschine an, während man irgendwie einen sehr ruhigen Text zu sprechen versucht und die wird irgendwie nochmal lauter oder so, oder irgendjemand hat einen Hustenanfall. Sowas passiert dauernd auf jeden Fall, glaube ich. Also, da ist dann fast gar nicht so eine Sache so raus, weil das irgendwie so oft passiert. Ist auch über so Zwischenrufe, das kommt irgendwie auch oft vor. Ich glaube, ich kann da selten irgendwie so coole Geschichten draus erzählen, weil ich glaube, ich bin gar nicht so cool. Zumindest nicht auf die Art und Weise manchmal. Und das ist aber dann vielleicht irgendwie die Story darin, dass ich glaube, ich irgendwie sehr, also wir alle irgendwie eine Art haben, gelernt zu haben, irgendwie einnehmend zu sein und irgendwie sehr beeindruckend zu sein auf der Bühne. Und ich brauche dafür aber schon, obwohl ich nicht sowas wie eine Bühnenfigur habe, eine offizielle oder so, ich habe auch keinen Künstlernamen, aber ich brauche dafür meinen Text. Und eigentlich ist mir, also ich liebe das auch und ich fühle mich darin ganz, ganz sicher, aber abseits davon bin ich mir selbst total peinlich auf der Bühne. Das merken, glaube ich, die Leute nicht so viel. Das merkt man immer an den Rändern. Also es gibt ja irgendwie im Poetry Slam ganz viel, aber auch bei Spoken Word Veranstaltungen manchmal diese Anfangsansagen im Text, die manche Leute auch performativ so komplett perfektioniert haben und sehr, sehr gut darin sind, so in den Text reinzuleiten und irgendwie gleichzeitig sehr nahbar dabei zu werden, aber sehr viel Raum zu halten. Und ich bin schon so ein bisschen besser geworden, aber ich war darin jahrelang wirklich so schlecht, dass Leute immer wieder gesagt haben, es ist so erstaunlich, wie du danach die Leute noch kriegst. Und es hat trotzdem geklappt, aber ich war darin immer grauenvoll.
Und das sehen die, glaube ich, die meisten Leute nicht. Aber mir ist mein Körper beim Applaus so peinlich. Also ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Mhm. Und es ist mir total peinlich, da zu stehen, während die Leute klatschen. Also ich freue mich sehr doll darüber. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich mit mir selbst anfangen soll. Und das finde ich immer sehr spannend, dass quasi meine Aufführung eigentlich endet, aber mein Körper steht noch auf der Bühne rum und das überfordert mich kolossal. Das Klassische, was macht man schon allein mit den Händen beim Applaus? Da vielleicht gleich eine Nachfrage. Eure Auftritte werden ja auch aufgezeichnet. Schaut ihr sowas an? Wenn wir sagen würden, wir wollen das jetzt archivieren, sind es dann Sachen, die ihr je gesehen habt und freigeben würdet? Oder würdet ihr sagen, das gehört dazu, dass das halt passiert und wir wollen es gar nicht sehen, wir würden sonst nie mehr machen? Dean, sag du, oder? Ja, gerne. Erstmal kann ich das, was Josie gerade gesagt hat, da sind ganz viele Erinnerungen bei mir hochgekommen, deswegen musste ich so lachen. Dieses Aha, man muss das jetzt irgendwie aushalten. Und gleichzeitig das mit dem Videoaufzeichnung von Auftritten, ich glaube ganz am Anfang, als ich so vor allem mit Poetry Slam angefangen habe und zu vielen Auftritten gefahren bin, war ich immer ein bisschen traurig, wenn es keine Aufzeichnung davon gab. Dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass nur wenige Aufzeichnungen sehr überhaupt gut sind. Das heißt, es setzt natürlich eine gewisse Qualität der Aufnahme voraus, des Winkels und also technische Rahmenbedingungen. Die andere Frage ist dann natürlich auch, also ich für mich ist dann irgendwie dieses Moment auf einmal klar geworden, wenn etwas aufgezeichnet wird, dann sollte es auch gut sein, weil sonst ist das auch eine Schande, die man über Jahre immer wieder mit sich, sich damit irgendwie auseinandersetzen muss, wenn man gegoogelt wird oder sich irgendwo im Internet findet und dann ist es immer noch dieses alte Video. Ich habe sogar auch tatsächlich alte Auftritte von mir dann auch löschen lassen, weil mir das so peinlich war hinterher, wenn ich irgendwie nicht richtig vorbereitet war oder wenn ich nervös war, wenn ich auch, also ich finde auch manchmal so dieses spontane Reagieren auf eine Situation, das kann, wenn es gelingt, auch richtig cool sein, aber es ist immer noch eine Reaktion auf den Moment und es funktioniert außerhalb des Momentes nicht mehr. Das heißt, wenn man es dann später sieht, kann das total unangebracht sein oder auch nicht so funktionieren oder auch den Text zerstören oder die Wirkung des Textes. Und dann gibt es da plötzlich eine Aufnahme von etwas, also es ist genauso wie wenn man versucht, einen Witz nachzuerzählen. Da fehlt dann so dieses, ich weiß nicht, Auratische vielleicht oder so, oder die Magie oder der Moment. Was mir spontan auch einfällt, ist die Gefahr, dass ein Text vielleicht tatsächlich, das wollte ich noch anfügen an das, was vorher gesprochen war, die Perfektion oder die Frage, wann ein Text zu Ende geschrieben sein könnte, dass ich bei vielen Texten, schließe mich an das an, was du gesagt hast, Josephine, wenn der Text noch gar nicht fertig ist und das Publikum durch seine Reaktionen oder allein durch das Verstreichen von Bühnenzeit klar wird, dieser Text braucht eine andere Proportionierung oder da ist eine Strophe zu viel und so und die kappe ich dann am besser in Zukunft. Und all diese Dinge, da schreibt quasi ein Abend an dem Text weiter mit. Und wenn dann so etwas aber aufgezeichnet ist, dann sehe ich das auch, dann ist das letztendlich ein Probenmitschnitt. Aber wer will das dann noch fein justieren und sagen, das war eigentlich der Text in seinem Anfang oder so. Also das sind so Risiken. Josephine? Weil ich sagen muss, also ich schaue mir das schon an, aber mehr, weil ich muss, also weil ich so überprüfen muss, okay, kann das jetzt im Internet sein oder muss ich sagen, das müssen die Leute runternehmen, das geht peinlich für mich. Und es ist auch schwer, also glaube ich, wie alle Leute das haben, dass sie ihre eigene Stimme nicht und sich nicht gerne auf Band sehen und so, an meine Stimme habe ich mich langsam gewöhnt, so. Aber ich bin schon auch froh, das machen zu müssen, weil das natürlich, also wie man sich tatsächlich, glaube ich, auch irgendwie im Sport Aufnahmen anguckt und sieht, was man für Fehler gemacht hat. Weil Teile merkt man auf der Bühne, aber es kann eben auch sein, dass man das Gefühl hat, das läuft gut und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Aber beim Hören merkt man, okay, ich spreche den immer gleich. Oder ich habe doch, wenn man es jetzt hört, zu viel Druck in der Stimme und das bräuchte ich gar nicht. Und daraus kommen dann Impulse wie, ach, ich spreche den mal das nächste Mal viel, viel ruhiger oder ich spreche diesen gereimten Text mal wie ein Prosatext und gehe überhaupt nicht auf den Endreim. Und vielleicht klingt er dann weniger klischiert zum Beispiel.
Da war eine Rückfrage. Ja, ich wollte da dran anschließen. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, wenn ein Mensch einen Text veröffentlicht, ist es wahrscheinlich das Selbstverständlichste, dass man den Text nochmal durchliest vorher und korrigiert oder umschreibt und einfach im Prinzip die Wirkung des geschriebenen Textes überprüft. Es würde ja im Prinzip bei Spoken Word dann eigentlich schon heißen, dass man seine Wirkung auf der Bühne im Prinzip daraufhin überprüft, ob es mit dem übereinstimmt, was man eigentlich vorhat. Also ich erinnere da auch an den Lyriker Oskar Pastior, der seine Gedichte rezitiert hat, es aufgenommen hat, um anhand der Tonaufnahme zu überprüfen, ob es ihm, sage ich mal, lyrisch genug ist. Also von daher hätte ich jetzt gedacht, es gehört zum Handwerkszeug einer Spoken-Word-Person, eine Aufnahme daraufhin selber zu überprüfen. Ja. Um sie zu optimieren. Ja, kurz rückantworten darf. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Unterscheidung nach, von welcher Art von Video wir sprechen. Ne? Also es gibt so die Möglichkeit, das sich selbst aufnehmen zu Hause beim Üben, was genau so einen Charakter hat, glaube ich. Dann diese Mitschnitte, über die man wirklich nicht so viel, auf die man halt natürlich nicht so viel Einfluss hat. Ne? Man kann sagen, ihr dürft das online stellen oder nicht, aber da hört es auch auf. Und ich glaube, die würde ich tatsächlich, muss ich so behandeln wie, okay, das sind im Prinzip öffentliche Trainingsvideos, beziehungsweise das sind so Momentaufnahmen. Und ich muss dann gucken, ob ich okay damit bin, dass die in der Welt sind oder nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video wirklich als Publikation denken würde von mir, also wie wenn irgendwie Dienchen macht, wenn ich einen Clip machen würde, dann würde ich dann natürlich, also hätte ich die Möglichkeit und würde da wiederum in dem Format die Lektoratsprozesse drüberlaufen und durchlaufen lassen, wie ich auch auf dem Papier machen würde. Also die Aufnahme nochmal schauen und nochmal schneiden und das noch ein fünftes Mal sprechen. Es sei denn wiederum, ich will natürlich genau mit dem Effekt der Spontanität arbeiten und sage von Anfang an, das ist ein One-Take und das ist auch die Idee. Aber ich glaube, das Spannende ist, dass solche Art von Videos quasi das Video als Text sind oder als Buch. Das heißt, es ist das, was quasi dann zur Rezeption freigegeben wird. Und die Veranstaltungsmitschnitte sind ja schon einen Schritt weiter. Die sind quasi eigentlich das Video des Textes in der Aufführung und Rezeption. Also es hat ja auch Besucher dabei. Das heißt, es kann natürlich auch passieren, das Video macht deutlich, der Text ist witzig geplant, leider lacht keiner. Oder er soll ernst sein und alle lachen oder die Pappbecher kommen. Also ich glaube, da ist tatsächlich, weil es ja die Aufführung Teil ist. Das heißt, man etwas hat, was man beim klassischen Text und im leisen Lesen nicht hat, dann wird das Buch eben dann auch wieder leise rezipiert. Und da geht es ja um ein gemeinsames Rezipieren. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch die große andere Erfahrung, wenn man Text schreibt und irgendwo zum Drucken gibt. Da sehe ich meinen Leser nicht. Ich weiß auch nicht, wie er reagiert. Ich kriege vielleicht irgendwann mal einen Leserbrief. Ich kriege mit, wenn ich das Interview mündlich gegeben habe und einen Text gesprochen habe, was das Gegenüber zum Beispiel nicht verstanden hat. Wenn es ein Protokoll ist, was beim Interview geben passiert. Aber was Videos von Aufführungen aufzeichnet, das ist ja wirklich beides zusammen. Wenn man so will, der Text in seiner Entstehung und Präsenz und die Zuhörer in ihrer Präsenz. Also da sieht man tatsächlich das Aufeinandertreffen von beiden Teilen. Also würde ich auch sagen, es ist kategoriell was anderes, das Sprechen, um zu üben. Oder eben das Video als Poetry-Video, das ich fertig mache und eben die Aufzeichnung dieses Moments. Timo hat vorher was gesagt, es sei immer ein kommunikativer Akt. Da wollte ich nochmal nachfragen, mit wem genau würdet ihr sagen, wenn ihr auf der Bühne sitzt, kommuniziert ihr? Dem Publikum allgemein? Bestimmten Menschen, dem Text, den? Ich würde gerne vielleicht noch kurz was zu dem Punkt davor sagen, was auch so ein bisschen damit sich überschneidet. Und zwar erinnere ich mich noch an meinen ersten Text. Da war ich so 17 und der war pure Wut. Der war so zweieinhalb Minuten lang, glaube ich. Und ich habe nur geschrien und
sehr schnell geredet. Und ich persönlich fand das, also ich glaube, habe das für mich damals als ein wunderbares Ausdrucksmedium irgendwie begriffen, um das, was ich in dem Moment gefühlt habe, auch loszuwerden. Und hatte auch danach immer so Herzklopfen wie nach dem Sport, wenn ich von der Bühne gekommen bin. Und ich glaube, auch die Energie in dem Moment war irgendwie gut, aus so einer künstlerischen Perspektive. Aber mir wurde oft gesagt, dass der Text zu schnell sei. Und ich glaube, ich konnte das erst richtig nachvollziehen, als ich mal beim Campusradio eingeladen wurde damals, um den Text dort vorzutragen. Und dann habe ich die Aufnahme hinterher im Radio gehört und gemerkt, dass der Text wirklich zu schnell ist. Also, dass die Energie tatsächlich gut ist, also diese Wut, diese Haltung, aber dass man die insofern ein bisschen runterregulieren muss und ein bisschen kanalisieren und ein bisschen schärfen und akzentuieren, damit, und jetzt kommt die Überleitung sozusagen, ein gemeinsames Rezipieren überhaupt möglich ist. Also für mich hat das Gefühl im Moment des Vortrags gestimmt, aber es ist ganz schwierig, seine eigene Performance überhaupt wahrzunehmen in dem Moment, in dem man aufgeregt ist, in dem man den Text, also auch vielleicht die Emotion des Textes sich nochmal aktualisiert. Und genau, also das ist mir so aufgefallen. Und dann habe ich auch, würde ich dahingehend zu sagen, dass durch meine Arbeit mit Stimme, mit Radio vor allem, mit Sprechen, ich das immer wieder dieses gleichzeitig, wenn man in der Kabine steht und seine Stimme gleichzeitig hört, dass ich auch gemerkt habe, was die Qualitäten meiner eigenen Stimme sind und dass ich angefangen habe, meine Texte auch dahingehend zu schreiben, dass diese Qualitäten, dass ich davon besser Gebrauch machen kann. Also ich glaube, mir würde man das vielleicht auch gar nicht mehr so abnehmen, das wütend werden und schreien, aber vielleicht also mein Ton hat sich auch ganz schön verändert beim Vortragen, beim Performen und auch die Texte damit einhergehend, weil ich gemerkt habe, welche Stimmlage passt besser zu mir, wenn ich in die Performance gehe. Und dann irgendwie diese Frage nach, für wen oder an wen denke ich beim Schreiben, ich glaube, das hängt ganz stark von den Inhalten des Textes auch ab. Aber ich finde, ich hatte mal so eine Ausstellung gemacht, wo ich ein Video gezeigt habe mit einer Textaufnahme von mir, und da kam, also ich war schon 25, 26, irgendwie sowas, und dann kamen so zwei 15-, 16-Jährige, die waren eigentlich nur zum heimlich Rauchen irgendwie da vor der Ausstellung, und dann sind die irgendwie reingekommen, wollten gucken, was da ist, und die waren voll beeindruckt von dem, was ich da gemacht habe, und das hat mich irgendwie total berührt, weil ich nicht unbedingt an diese Menschen gedacht habe, als ich diesen Text mich damit irgendwie auseinandergesetzt habe mit diesen Themen, und irgendwie zu merken, dass man plötzlich Menschen erreicht mit dem, was man denkt und fühlt, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist eigentlich auch ein sehr beeindruckendes Gefühl irgendwie. Also deswegen würde ich es gar nicht so eingrenzen. Aber das heißt, ich würde tatsächlich sagen, Kommunikation ist da auf sehr pauschale Weise mit allen. Willst du, Josefine? Ich kann es probieren. Reden wir quasi vom Vortragsmoment oder vom Moment des Schreibens? Also ich glaube, mich interessiert gerade genau der Bruch, an wen denkt ihr, wenn ihr schreibt? Und was passiert dann, wenn ihr es tatsächlich vortragt? Also das ist jetzt auch eine eigene Erfahrung, auch wenn ich jetzt keine poetischen Texte vortrage, aber wenn ich Vorträge halte. Man hat es im Kopf und denkt, man sucht sich so ein paar raus, mit denen man versucht zu kommunizieren während des Vortrags. Läuft meistens komplett schief. Und ich bin danach dann immer erschüttert, dass man denkt, man hat eigentlich überhaupt niemanden gesehen. Also eine ganz merkwürdige, ambivalente Erfahrung auch von Publikum. Weil man, glaube ich, Dean hat es auch vorher gesagt, man ist ja so beschäftigt quasi mit dem Vortragen und dem Konzentrieren und dem Papieren und der Stimme, dass letztlich Publikum sehr, sehr allgemein auch wieder wird. Und man eigentlich ja auch schon denkt beim Schreiben, es gibt so bestimmte Typen, für die man spricht. Also deswegen frage ich danach, wie sieht das wirklich aus? Was würdet ihr sagen, ist der kommunikative Akt? Und wer steht als Sender und wer als Empfänger bei euch? Also ich glaube, beim Schreiben ist es eigentlich nicht so, dass ich mir bestimmte Leute quasi raussuche, an die ich denke. Und dann würde ich mich, glaube ich, auch bevormundet fühlen. So. Das ist eher so, dass ich an Aufführungssituationen denke und jetzt also breit verstanden, ne? Also auch ein Buch, auch ein Lyrikband jetzt mal als Aufführungssituation verstanden oder eine Rezeptionssituation. Ja.
und an ihre bestimmte Dichte, an ihre Bedingungen. Also ich mich frage, wird wohl jemand diesen Text irgendwie auf einem Papier lesen oder wird ihn hören? Das ist auch nichts, wovon ich anfange. Also meistens ist das was ich im Schreiben rausfinde und woraufhin ich es irgendwann schärfe. Und das interessiert mich auch. Also da habe ich erstens auch oft manchmal nicht recht. Also das ändert sich ja auch noch. Ich habe einen Text, den ich gerade sehr gerne auf Bühnen vorlese, habe ich absolut nicht dafür geschrieben und dann gemerkt, dass das macht mir aber doch große Freude und den Leuten, die zuhören, irgendwie auch. Und so geht das durchaus irgendwie in verschiedene Richtungen. Aber das ist, glaube ich, eher das, was ich sage, an Publikum denken. Dann denke ich eher abstrakt daran, wo sitzt das und so. So ein bisschen, jetzt wird es akut ein bisschen präsenter, weil ich, glaube ich, im Moment das Gefühl habe, dass zumindest gerade bei der Situation Poetry Slam es eine Hörerwartung gibt. Zumindest nehme ich das so wahr, das kann auch total falsch sein, aber es reicht quasi, um mir Stress zu machen. Dass es eine explizitere Hörerwartung gibt, als ich das von früher kannte, daran, was ich den Leuten gebe und dass die Leute eine bestimmte Art von Klarheit und Möglichkeit der Identifikation von mir wollen, die ich ihnen, glaube ich, genau deswegen nicht mehr geben kann. Also nicht nur genau deswegen, aber auch deswegen nicht mehr geben kann und möchte. Und das schafft dann eine neue Bühnensituation. Also das bedeutet, glaube ich, für mich konkret in dem Fall, dass ich entweder gerade bei solchen Situationen nicht auftreten kann oder üben muss, die Leute zu enttäuschen. Was total wichtig ist, was total schwierig ist, aber total, glaube ich, total wichtig. Ja, so das ist der eine Unterpunkt, also so manchmal schleicht sich dann doch, aber eher durch die Erfahrung der Aufführung so eine Erwartung rein und ich glaube, mit der muss ich irgendwie umgehen und mit der will ich eigentlich gerne so umgehen, dass ich möglichst autonom bleibe. Was auch komisch ist, ne? Jetzt rede ich so lange, es tut mir voll leid, aber also Integrative ist ja gleichzeitig was ich irgendwie toll finde. Also klar weiß ich, dass sich irgendwie Leute damit identifizieren, was ich da spreche und auch irgendwie Leute, die sich nicht so oft, also zum Teil irgendwie Leute, die sich mit irgendwie Literatur manchmal nicht identifizieren können und die nicht gemeint sind und von denen nicht gesprochen wird. Und das ist ja eigentlich was Wunderschönes. So. Und auch was mich immer, was mir immer ein gutes Gefühl gegeben hat. Ich glaube, das Problem, und ich will das auch nicht abgeben, ich glaube, das Problem ist, dass ich immer nicht mehr will, sobald etwas ganz klar von mir erwartet wird, dann funktioniert es, glaube ich, auch nicht mehr. Und damit muss man irgendwie umgehen. Und dann cut quasi die kommunikative Situation auf der Bühne, die hängt, glaube ich, total vom Raum ab und darauf kann man sich auch nur bedingt vorbereiten. Manchmal habe ich da irgendwie so eine riesige, habe ich ja 800 Leute im Theatersaal und eine Wand aus Lichtern, da bin ich im Prinzip, da ist das so eine abstrakte Masse aus irgendwie Aufmerksamkeit, die ich spüre und ich spüre die Energie, aber ich sehe tatsächlich überhaupt kein Gesicht. Und manchmal ist es kleiner. Ich glaube, ich spreche schon grundsätzlich mit der ganzen Gruppe von Menschen und nehme irgendwie die Gruppe oder das Publikum wie so ein vielköpfiges Wesen wahr. Es sei denn, sie ist sehr klein. Also ich glaube, eine meiner Lieblingsaufführungssituationen war tatsächlich irgendwann auf einem Festival um 4 Uhr morgens eine Gruppe von 4 meiner Freunde. Außer sich tatsächlich eine Person ein Gedicht gewünscht hat. Und dann haben wir das irgendwie gemacht. Und das war total krass, weil das natürlich, ne, sonst sind das irgendwie oft große Räume oder viele Leute. Und das war dann so, hatte eigentlich eine Intimität, die mir sonst fast so ein bisschen gruselig ist. Also ich trage ganz selten Leuten, einzelnen Leuten Gedichte vor alleine, weil es so schrecklich nah ist. Aber da ging das dann irgendwie. Und es war dann, genau. Also ist nachts um 4 ist mäßig nah genug, dass man auch wieder fremd genug ist. Es gibt halt die Aufführungssituation vor. Ja. Auch. Timo, ich weiß, du willst wahrscheinlich noch auf die Frage antworten, aber kann ich euch beide dazu fragen, vielleicht kannst du das ja bei deiner Antwort berücksichtigen, Timo, ob ihr das Gefühl kennt, nicht den richtigen Text geschrieben zu haben für die Situation, also wenn ihr quasi irgendwo auftretet und ihr merkt, ihr hättet jetzt lieber gerne einen anderen Text dabei, aber der ist noch nicht geschrieben sozusagen. Weil ihr, ne, kennt ihr das? Also ich würde sagen, das ist ein Phantasma, das mir total schnell vor Augen steht. Ich wollte mich tatsächlich in eine ähnliche Richtung vorstoßen. Wenn du jetzt sagst, ich habe den falschen Text dabei, ups. Doch, habe ich auch erlebt. Ich wollte nämlich auf das Thema Auswahl mal eingehen,
Also der fahrende Sänger als Urbild, ich stelle mir den auch tatsächlich schon so vor, er hat ein Repertoire, mit dem er verschiedene Situationen bemeistern kann. Und das ist, denke ich, beim Poetry Slam sehr zugespitzt auch der Fall. Also wenn jemand viele Slams mitgemacht hat oder auch gehört hat, das ist schon sehr zu spüren gewesen in meiner Slam-Zeit, wie ich selbst so strategisch und abwartend, lauernd fast auf den eigenen Auftrittsslot hin nochmal die Texte durchgehe in meinem Kopf. Welchen nehme ich denn? Nicht nur, um jetzt zu gewinnen oder sowas. Das ist ja, das hat mit der Erwartungs quasi Wand vielleicht auch zu tun, von der Josefine gerade gesprochen hat. Da wollte ich auch oft eigentlich gegenschießen. Aber genau deswegen ist ja die Frage auch, welchen Text ich nehme, dann nochmal wichtig in so einer zugespitzten Dramaturgie wie bei einem Poetry Slam. Aber auch sonst, heute Morgen war ich bei Zweitklässlern. Und natürlich, ich habe dann im Laufe der Jahre so mein Programm für die zweite Klasse. Das ist aber dann total zielgruppenorientiertes Dichten und Trachten. Ich denke, dass ich wollte diesen Begriff eher auch noch gern fallen lassen, dieser Gelegenheitspoesie und der Auftragspoesie. Als etwas, wo vielleicht jetzt mal weitergesprungen Mittelalter, Germanistik und Spoken-Word-Forschung vielleicht auch nochmal sich treffen könnten, wenn die Poesie in den Dienst gestellt wird eines Themas und so weiter. Ich glaube, das prägt viele aus unserer Szene sehr, dass wir angefragt werden, hast du was zu diesem Thema oder jenem Thema? Und also das Thema Auswahl ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig über den letztendlichen Erfolg einer Bühnenunternehmung X. Vielleicht ist es auch das chorische Element. Also das hatte ich den Eindruck, Timo Punke hat bei uns mal mit Schülerinnen und Schülern der Kulturakademie 12 bis 14 hatten wir Schillers Taucher in verschiedenen neuen Varianten. Und da fand ich das spannend, dass ich den Eindruck hatte, es gab dann noch eine Fragerunde mit den Schülerinnen und Schülern. Und man hatte tatsächlich den Eindruck als Zuhörer, Timo sammelt Energie durch die Fragen und übernimmt die dann wieder in den Text. Also da würde ich die Gelegenheitspoesie und die Auftragspoesie noch viel direkter und unmittelbarer nehmen. Es kam quasi, wenn man so will, ein Anstoß aus dem Publikum und eine Reaktion, aber in Form von Poesie auf das Ganze, was natürlich schön war, weil man gesehen hat, die Texte sind schon vorher da. Sie sind so gemacht, dass sie tatsächlich das, was ihr vorher so schön beschrieben habt, eben, dass ihr sie so gut könnt, dass ihr auch wieder improvisieren könnt. Aber das fand ich sehr eindrücklich zu sehen, dass nicht einfach nur ein Programm oder zumindest aus meiner Wahrnehmung nicht nur ein Programm, sondern es wird eben auch von Energie, was auch, wie Josefine sagt, auch Verfremdung sein kann. Also unterlaufende Erwartungen, nicht nur Resonanz und tatsächlich wie im Chor miteinander singen, sondern auch gegeneinander singen. Wo wahrscheinlich das Letzte natürlich schwieriger ist als das Erste. Aber ich glaube, da würde ich auch versuchen, Gelegenheitspoesie neu zu definieren. Im Prinzip ist ja Literatur, hat ja ganz häufig diesen Aufführungscharakter oder diesen Unterhaltungscharakter. Also zu Shakespeare wurde auch nebenher gegessen. Darf ich da direkt nochmal? Gelegenheitspoesie so zu erweitern als Begriff, finde ich spannend. Wenn wir vom Kairos sprechen wollten, also von dem, ich glaube, das ist schon das, was ich da suche auf der Bühne. Und die Gelegenheitspoesie als Auftragsdichtung wäre ja schon die, wenn mich ein Museum anfragt, hast du für das Exponat, müsstest du einen Text dazu schreiben? Also das nur als Frage oder als Weiterführung dieser Frage, was ist Gelegenheitspoesie? Das ist wohl sehr facettenreich. Ja. Die Frage ist, gibt es Poesie, die nicht Gelegenheitspoesie ist? Ja, das ewige und aus der Zeit stehende, das objektive Prinzip, an die wir nicht glauben. Und an die ich, glaube ich, den ich zumindest Zweifel unterschieben möchte. Bei dieser Gelegenheitspoesie würde mich interessieren, inwiefern spielt eine Rolle bei der Entstehung eines Textes, dass ihr als Künstler schon davon ausgeht, dass
ihr auch diejenigen sein werdet, die den Text interpretieren. Oder schreibt, oder ist der Text im Prinzip, entsteht er unterschiedlich davon, ob er vorgetragen wird von Ihnen oder ob er als Text besteht? Oder würdet ihr Texte ganz anders schreiben, wenn ihr wisst, ihr werdet den gar nicht vortragen? Also inwiefern ist bei der Textentstehung, wird schon mitgedacht, dass er auch durch euch aufgeführt wird? Also ich fand, so als ich angefangen habe, Text auf der Bühne vorzutragen, bis heute ist, finde ich eigentlich ein sehr starkes Element, diese Konfrontation mit der eigenen Außenwirkung, weil die Bedeutung eines Textes sich auch verändert, je nachdem, wer den wie vorträgt. Also natürlich gibt es natürlich so stilistische Sachen, wenn ich das so und so schreibe, weiß ich, dass ich das so und so betonen und aussprechen möchte und so weiter. Und es ist genauso auch eine spannende Erfahrung, mit jemandem anders Texte zu tauschen und dann die andere Person den Text lesen zu lassen, weil man den Text dann nochmal im wahrsten Sinne des Wortes aus einem anderen Mund hört, mit dem eigenen Ohr nochmal ganz anders wahrnimmt. Aber ich finde auch diesen Aspekt von ich als sprechende Person auf der Bühne werde aufgrund gesellschaftlicher und also verschiedener Faktoren auf so eine Art wahrgenommen und interpretiert. Und plötzlich verändert das auch die Wahrnehmung meines Textes. Also ich glaube zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, diese Erfahrung mit meinem ersten Text, das war damals auch irgendwie cool, glaube ich, als ich noch Haare hatte und so ein bisschen wilde, zockige, zottlige Locken und dann dieser wütende Junge, der seine Wut rausschreit, aber doch irgendwie akzentuiert und so energetisch. Und ich glaube, einem 16-, 17-Jährigen nimmt man das irgendwie ab und dann ist das auch cool. Aber als dann so der Bartwuchs einsetzte und die Haare wegfielen und ich auch irgendwie größer und irgendwie erwachsener wirkte, dann wirkt das irgendwann vielleicht auch eher unvorbereitet oder nicht mehr so authentisch. Authentizität ist sowieso, glaube ich, ein wichtiges Stichwort in dieser Diskussion oder in diesem Punkt, was auch immer das bedeutet. Aber ich glaube, Texte, die nicht funktionieren, sind auch immer mal wieder Texte, die man einer Person nicht abnimmt aus verschiedenen Gründen. Und genauso auch, selbst die Kleidung, die wir tragen auf der Bühne, kann eine Bedeutung haben. Also ich finde schon, das ist eine Erfahrung, die wir selbst, wenn wir rezipieren, ja eigentlich auch alle machen, dass wir uns ungewollt zum Teil ja auch Gedanken machen über die Person, wer diese Person ist und was sie damit jetzt meint und die Leute in irgendwelche Schubladen stecken. Und natürlich weiß ich, dass wenn ich mit dem Körper, den ich habe und die Klamotten, die ich dabei anhabe, auf die Bühne gehe, bestimmte Dinge nicht einfach so sagen kann, ohne dass sie eine bestimmte Wirkung erzielen, die ich möchte oder nicht möchte. So ganz allgemein ausgedrückt jetzt mal. Da würde ich kurz nachfragen, weil wir ein Kapitel in der Ausstellung haben mit Dresscodes tatsächlich. Habt ihr alle drei sowas wie einen Dresscode auf der Bühne? Und wie würdet ihr den beschreiben? Und wie oft ändert er sich? Vielleicht auch während eines Auftritts oder eines Abends? Also ich kann vielleicht nur so als Kleines sagen, das sind alles Kleidungsstücke, die ich sonst auch trage. Mhm. Aber nicht jedes Kleidungsstück, das ich sonst auch trage, habe ich auf der Bühne so. Es hängt auch ein bisschen von der Situation ab, also so, ne, tatsächlich so kleine, offene Poetry Slams, wo ich niemand bezahlt, benutze ich auch als Probensituation oder als Community-Situation. Das ist auch schön. Und da kann ich dann tatsächlich auch irgendwie in Jogginghose und so, wie ich irgendwie auch zu Hause am Schreibtisch sitze, auftreten. Und ich mag das auch. Aber so je, aus welchem Grund auch immer, je mehr ich eine Figur sein möchte, desto mehr brauche ich da so bestimmte Marker. Und ich glaube, das ist für mich die kleinste Einheit von einer Bühnenfigur, die ich mir genommen habe. Also ich habe keinen Künstlernamen, aber ich habe dann irgendwie so einen bestimmten Style von lockeren Hemdblusen. Hallo. oder was auch immer es ist, irgendwie, die ein bisschen, also in denen ich mich einmal irgendwie wohl und sicher fühle einfach und die irgendwie irgendwas kommunizieren, was,
für mich stimmig ist mit dem, was ich da oben auch sein möchte. Aber ich glaube, es ist ein Kunst. So, ich muss damit arbeiten können, was Leute dann denken. Und ich glaube, der wichtigere oder der unmittelbarere für mich ist tatsächlich erstmal, ich muss mich da irgendwie sicher drin fühlen. Und vielleicht auch nochmal noch sicherer als sonst. Also ich hatte früher irgendwie so eine Jacke, die so eine Jackettjacke, die einfach so ein bisschen auch ein bisschen Uniform war. Wie so ein Requisit. Mhm. Wie intim ist bei euch? Also ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, um auch die Frage von Andreas Koslik damit zu verbinden. Mhm. Ich probiere das mal. Ich bin gestartet auf die Bühne mit Trash. Und ich hatte Kostüme von Trash-Comedy-Format, also von einer Trash-Comedy-Formation her eigentlich eingeübt, dass man also Flamenco-Kleider trägt oder so, also jetzt auch als Mann nicht, und das so Zeug mit Pappmaché-Applikationen und so. So trat ich ursprünglich auf, mit Texten auch. Und als dann das Soloprogramm wuchs und so weiter, ist das eigentlich erhalten geblieben. Ich bin in die Maske auch von Bruder Grimm damals geschlüpft. So hieß ich am Anfang, auch weil ich mit diesen alten Versformen so eine Maskerade im Grunde mir nur vorstellen konnte. Durch meinen Deutschunterricht einigermaßen ausgebremst, Reime gibt es nicht mehr, Lyrik ist diskreter, als du das machst und so, war ich da eh schon mal verschreckt und habe dann jahrelang diese Kostüme noch gehabt, verschiedene Figuren gebildet, vielleicht. Und dann durch den Poetry Slam ist es eigentlich erst mir möglich gewesen, diese ganzen Kostüme abzuwerfen, so vollends. Und da bin ich im Grunde, ich hatte vorhin gesagt, ich bin damals in die Gegenwart so ein Stück weit auch eingetreten, hatte das Gefühl, mich anzuschließen an einen großen Strom von Literatur Gegenwart. Und seither ist das aber auch, weil ich das jetzt ja schon lange auch ohne Kostüme mache, so dass ich das immer wieder verändere, auch meinem fortschreitenden Lebensalter quasi entsprechend. Also gewisse Dinge trage ich nicht mehr, auch um Signale nicht zu senden, die mir jetzt in dem Fall dann doch auch irgendwie peinlich wären oder sowas anderes. Ich möchte nicht berufsjugendlich sein oder irgend solche Dinge. Also es hängt, so Dean hat es ja auch, glaube ich, gut skizziert, es hängt sehr viel, Josephine und du auch, also es hängt sehr viel mit dieser Nahbarkeit und eben dem Wunsch auch nach Sicherheit zusammen. Ich glaube, dass ich die Person bin, die meine Texte spricht. Also jetzt der Versuch, jetzt als Persona auf der Bühne in Erscheinung zu treten, den Text mit meiner Figur auf der Bühne auch zu verknüpfen, den sehe ich sehr stark. Ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass ich eigentlich auch dann sterbe irgendwann und dass diese Texte dann auch weg sein werden. Ich bin eigentlich nach wie vor, hänge ich diesen Gedanken an, dass ich halt meine Texte auch bin. Und Singer-Songwriter vielleicht da ganz ähnlich agieren. Was nicht heißt, dass ein Text auch mal übertragen werden kann an eine andere Person, dass das super spannend ist. Aber die Ausgangslage ist erstmal schon sehr stark die, das bin ich. Da ist natürlich die Frage nach der Ewigkeit liegt auf der Hand. Wie lang? Also Timo hat es jetzt schon gesagt, der Text bleibt so lang wie er. Und ist dann weg. Würdet ihr das alle unterschreiben, dass ihr Texte schreibt, die, vorher fiel das Wort der Authentizität, die quasi an euch gebunden sind, eben gerade weil sie nicht dafür geschrieben werden, nur in einem Buchkörper, in einen vermeintlich endlos reproduzierbaren transformiert zu werden? Würdet ihr alle so eure Texte zur Zeit setzen? Willst du es jetzt sehen? Hey, wolltest du jetzt halt schon was sagen, deswegen mach ruhig. Also ich spreche mal nur von den auch Bühnentexten, da ist es ja sinnvoll. Also ganz banal, glaube ich, ist ein Punkt, dass ich so doll noch nicht über meine, tatsächlich nicht so oft so doll über meine eigene Endlichkeit nachdenke. Beziehungsweise dann muss man sagen, über das Vorhandensein einer Welt nach meinem Ende. Also jetzt gar nicht aus Hybris, sondern aus Klimawandel. also das heißt, den Gedanken hatte ich noch gar nicht so stark. Der Effekt, den ich so ein bisschen, also worüber ich viel öfter nachdenke, ist, dass gerade so diese Bühnentexte, die sind ja nicht nur, manchmal nicht nur an mich gebunden, sondern haben so eine gewisse Art von Heutigkeit auch. Also
Ich glaube, die haben immer ein Element, das nicht unbedingt sofort verpufft, aber es gibt oft ein sehr schnelles Reagieren auf unmittelbare Gegenwart. Und nicht unbedingt so ein Fingieren von nicht ewiger Gültigkeit und irgendwie völliger metaphysischer, was auch immer, Allgültigkeit, die andere Literaturformen manchmal haben. Und Texte verschwinden zum Teil auch einfach nicht, weil ich sterbe, sondern weil ich sie nicht mehr vortrage. Und ich merke schon, dass ich eine Sperrung habe, diese Texte in eine Form zu übertragen, wie das Buch, die so eine Ewigkeit suggeriert, die so eine Schnelligkeit suggeriert. Und da bin ich irgendwie auch immer noch mit mir am Hadern. Also manchmal frage ich mich, ob ich die dann einfach nicht gut genug finde, aber ich glaube, das ist es nicht. Also es gibt schon Texte, bei denen ich mag, dass sie eben überschrieben werden können und überschrieben werden und sich ablösen und Versionen voneinander sind, die in einem Moment da sind und die dann ausgetauscht werden. Also so, und das ist irgendwie komisch, weil es natürlich dieses Primat des Buches gibt. Ne? Man soll irgendwie eine unabhängige Veröffentlichung haben, dann ist man irgendwie eine Schriftstellerin und manchmal frage ich mich aber, ob das auch, ob ich nicht einen Fehler mache, mit diesem Drang zu folgen und ob es nicht, dass sich wehren gegen die Behauptung, etwas wäre abschließbar und etwas wäre ewig, quasi unbewusst was ist, woran ich schon ziemlich stark glaube. Dean, welche Rolle spielt bei dir dieser Körper? Also Josefine hat es ja gerade schön beschrieben, quasi ein Autor ist, wer ein Werk hat, wer Bücher hat von seinen Texten. Ganz merkwürdigerweise in der klassischen Vorstellung. Also erstmal hat mich das ein bisschen melancholisch gestimmt, dieser Aspekt, so okay, Timo sagt, er wird sterben, oh Gott. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ein Teil von mir, ich kann nicht Leuten nicht schon mal darüber nachgedacht zu haben, wie das vielleicht auch wäre, wenn andere Leute meine Texte irgendwie inszenieren oder interpretieren würden. Und ich würde jetzt auch sagen, mit dem künstlerischen Wandel, den ich selbst die letzten Jahre durchgemacht habe, dass ich eben auch so durch verschiedene Projekte, für die ich angefragt wurde, auch die Möglichkeit hatte, Texte für andere zu schreiben oder für eine Bühnensituation oder so, wo mehrere SprecherInnen irgendwie auf der Bühne waren. Und erstmal ist das ein ziemlich beeindruckendes Gefühl. Ich glaube, das ist nochmal multipliziert, wenn man jetzt nicht gerade vom Theater kommt, sondern eben vom Spoken Word oder Poetry Slam, wo man es gewohnt ist, seine Texte selbst zu sprechen und dann andere Leute zu hören, die den eigenen Text sprechen. Das ist schon mal etwas sehr Beeindruckendes. Und ich hätte da auf jeden Fall kein Problem mit, denke ich. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, darüber nachzudenken. Glaube aber auch, wenn ich das jetzt irgendwie so kategorisieren möchte, vom Gefühl her, dass ich das, ich glaube, das ist auch sehr abhängig davon, über wen wir gerade sprechen, aber so vielleicht in so einem Durchschnitt bewegt sich das so zwischen Popsong und jetzt ohne jetzt in so eine E&U-Diskussion einzusteigen, sondern vielmehr, es gibt Popsongs, werden gecovert, ja, und aber trotzdem hören wir uns immer noch Nirvana-Platten an beispielsweise. Und dann gibt es aber auch natürlich so, diese Musikstücke, die immer wieder neu aufgeführt und neu interpretiert werden, aus der Klassik beispielsweise. Also irgendwo zwischen diesem Bereich bewegt sich das, glaube ich. Und ich selber habe da, glaube ich, jetzt nicht so starke Befindlichkeiten. Aber ich glaube, ist auch die Frage, was jetzt mit der Zukunft passiert, auch mit dem eigenen Werk, sind für mich selber sehr, sehr große Fragezeichen, glaube ich. Also irgendwie schon der Wunsch da natürlich, dass Leute sich damit irgendwie auseinandersetzen und mich würde auch interessieren, was Leute dann denken. Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen, tatsächlich. Noch eine Frage. Also ihr alle drei habt ja Websites. Wie wichtig ist sowas für euch? Aus Gründen natürlich dessen, dass Leute sehen, was ihr macht und euch auch buchen können. Aber welchen Stellenwert hat diese Website jeweils für euch? Kann ich sowas wie Zwischenbuch, Bühne,
Kunstraum, Galerie, Display? Mir hat ja damals jemand den Tipp gegeben, das ist eine gute Möglichkeit, um Dinge zu archivieren. Und ich bin froh, dass ich damit angefangen habe, bevor ich mich so voll im Social-Media-Game verloren habe. Weil ich finde, Social Media ist immer wie so ein Wasserfall, von dem man oben was runterschmeißt. Und dann versinkt es irgendwo da unten. Aber für den Moment ist es ganz oben und wird gesehen. Und ich finde das sehr anstrengend, weil man halt regelmäßig posten muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und das ist nicht so meins. Und deswegen, das mag ich an meiner Website, dass man da so sporadisch das halt auffüllen kann und statisch ist und dass ich da irgendwie eine gewisse kuratorische Macht drüber habe und das irgendwie sortieren kann. Leider lässt mein Leben es nie so richtig zu, dass ich alles genauso mache, wie ich es mir wünsche. Und das ist natürlich noch, es könnte alles noch ein bisschen besser sein und so. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass irgendwann diesen Schritt gegangen zu sein. Ich finde es tatsächlich schwierig, diese Frage so von künstlerischer Präsentation, also wie grenze ich mich ein und was sollen Menschen jetzt von mir kennen und sehen, weil man macht ja doch irgendwie immer noch hier und da noch Sachen. Packe ich jetzt einfach alles dazu oder schärfe ich mein Profil so weit, dass es hier nur den Hinweis darauf gibt, dass ich irgendwas mit Spoken Word zu tun habe oder so? Oder versuche ich, alle meine Qualitäten als kreativer Mensch irgendwie auf dieser Website irgendwie zu dokumentieren? Ich glaube, momentan gehe ich bei meiner Website eher zum Letzterem über, dass ich versuche, so viele unterschiedliche Dinge wie möglich einzubringen, weil ich auch an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mich in verschiedenen Bereichen hin neu orientiere und entwickle und neue Dinge ausprobiere. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sowas auf Social Media für mich nicht so ginge, zumindest. Und ja, ich mag es, eine Website zu haben, so würde ich sagen, genau. Wie geht euch beiden das? Liebt ihr auch Formen der Websites oder Social Media? Für mich ist das tatsächlich eine pragmatische Notwendigkeit. Also ich glaube, es hat zwei Gründe. Ich bin, glaube ich, tatsächlich nicht so ein visueller Typ. Da kickt dann plötzlich so eine komische Art von Privatheit auch rein. Also so, das ist, glaube ich, der gleiche Effekt, wie dem sich auch selbst beim Applaus plötzlich auf der Bühne total peinlich sein. Mhm. Ich kann, glaube ich, sehr viel irgendwie mitteilen und machen irgendwie in den Texten und darüber hinaus bin ich aber irgendwie sehr hilflos und gucke dann einfach, wie andere Leute diese Hilflosigkeit überwinden und versuche irgendwie einen Weg zu finden, der damit cool ist. Aber so, ich glaube, also wahrscheinlich, ist immer schwer zu sagen, ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, so in der für mich politisch perfekten Welt würde ich vielleicht einfach gar nicht, also da hätte ich keinerlei Eitelkeit und da wäre mir ehrlich gesagt auch egal, ob viele Leute meine Texte mitbekommen. Und wenn es das nicht ist, dann liegt das quasi daran, dass ich irgendwie mich bestimmte Mechanismen von Konkurrenz und Geltungsdrang nicht herumkomme, weil sie halt um mich in der Welt sind und weil ich zum Beispiel Miete zahlen muss und weil irgendwie nun mal Geltung eine Währung ist, aber so neben dem definitiv vorhandenen, offensichtlich vorhandenen Drang, sich vor 1000 Leute auf eine Bühne zu stellen und geliebt werden zu wollen, ist schon auch ein sehr, sehr starker Drang in mir, dass die Leute mich alle in Ruhe lassen und dass die überhaupt wissen wollen, wann ich wo auftrete, ist ja eigentlich schon irgendwie eine Frechheit und viel zu viel für mich. So, also ich glaube, das ist alles so ein bisschen seltsam und widersprüchlich, aber das ist eher so das bei der Website. Also ich will natürlich eigentlich, dass meine Texte an Leute kommen irgendwie, dafür schreibe ich sie ja, aber dann irgendwie halt auch nicht. Also ein Teil von mir will auch einfach eigentlich nur in Ruhe Gedichte schreiben. Und ob die dann Leute lesen, ist mir eigentlich egal. Und wenn sie dann doch Leute lesen und mitkommen, macht mich das unglaublich froh und ich merke, dass mir das wichtig ist, aber in dem Teil, in dem ich dann irgendwie mich darum kümmern muss, dass diese Website gut aussieht oder so, ist mir das nicht präsent. Da ist das einfach nur was ich vergesse und was mich von meiner Arbeit abhält und was sein muss. Vielleicht auch, weil es so abstrakt ist. Ne? Also die Website ist natürlich dann da, um mit Leuten zu kommunizieren, aber die kann ich in dem Moment nicht sehen. Die sind mir in dem Moment nicht präsent und es ist eine sehr technische, langweilige Aufgabe von Selbstrepräsentation in einer Form, die mir nicht liegt, in meinem Fall. Ich finde das spannend, Josefine. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Stelle ich gerade fest. Also
also allein schon diese Aussage von dir, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich Applaus bekomme mit mir selber, also wenn ich da so stehe. Ich sehe das auch verknüpft mit dieser Frage nach der Bedeutung von Website und Social Media, Frage der Repräsentation, die ganze Warenfrage, also was für eine Ware bieten wir feil, am Ende uns selbst und so. Ich will das gar nicht so auf die Spitze treiben wollen. Ich wollte, glaube ich, immer gerne Dinge mitteilen und deswegen stehe ich auf die Bühne. Nochmal, das ist für mich eine ganz, ganz wunderbare Form von Kommunikation, Dialog, Situationen, den Gelegenheiten, Momenten zu begegnen, gemeinsam zu feiern auch. Ich habe viel mit Feiern eigentlich, glaube ich, auch am Hut, wenn ich Texte öffentlich spreche. Und all diese Fragen der betriebswirtschaftlichen Seite ist mir auch eher eine Last. Und ich bin immer froh für starke Partner, die mediale Arbeit für mich machen. Also die Website ist für mich eine Notwendigkeit, aber keine in dem Sinne kuratierende oder selbstrepräsentative, also Wichtigkeit ist es gar nicht. Also ich bin immer froh, wenn Leute das für mich übernehmen, die genuin da was können und so. Ich fühle mich da nicht talentiert. Aber ich würde nur dazu sagen, so weil ich glaube, der Grund, warum ich eine Website mag, ist, weil das alles immer noch leichter ist, als Social Media zu verstehen, finde ich. Also das ist für mich der Punkt. Bei Social Media muss man dann eben diese Algorithmen durchdringen. Da muss man auch irgendwie sein Privatleben noch mit einbringen und so. Und ich finde, eine Website, das ist eben, sind genau die Dinge, die ich an der Website schätze. Das ist für mich eben auch da dieser Kompromiss. Also ich habe irgendwann, also so von meinem Background her und so, war für mich irgendwann klar, wenn ich irgendwie Geld verdiene oder irgendwie da viel Zeit reinstecke und irgendwie auch davon leben muss oder will, dann brauche ich dafür bestimmte Voraussetzungen für. Und dabei hilft eine Website auf jeden Fall sehr stark, also bei Anfragen und solchen Dingen. Und ich finde, es nimmt ganz viel Druck raus, sich um etwas kümmern zu müssen. Ich finde, Social Media ist so ein Druck, den das erzeugt, immer etwas absondern zu müssen. Irgendein Statement, irgendeine Dokumentation von wo du gerade bist und was du machst. Und ich bin froh, mit einer Website kann man es erstmal professionalisieren und auch besser kontrollieren, was da passiert. So. Und ich schaffe es eben auch nicht, diese Form total, richtig genuin zu teilen, meine Arbeit zu machen. Das ist, und ich glaube, deshalb ist es so anstrengend. Also zum Beispiel Tanas Westerbork, eine Kollegin von uns, für die ist es ganz klar, ist Social Media eine Verlängerung ihrer Arbeit. So. Und die hat es total, also das funktioniert total für sie, in so Kurzvideoformat, in diesem Bildformat, eigentlich ihre lyrischen Möglichkeiten zu erweitern. Und ich glaube, dann ist es was komplett anderes. Und ich mag das auch, also ich liebe auch diesen Instagram-Kanal zum Beispiel. Den gucke ich mir wahnsinnig, wahnsinnig gerne an. Ich kriege das aber genau irgendwie in meiner eigenen Arbeit nicht rein. Vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück. Josefine hat gesagt, eigentlich will sie vor allem schreiben. Fand ich ganz schön, weil, glaube ich, es tatsächlich schreibende und sprechende Menschen gibt. Ihr versucht beides zu verbinden. Aber wie wichtig, würdet ihr sagen, ist für euch der Akt des Schreibens? Also und in welcher Form findet der statt? Noch mit Papier und Stift oder Kuli oder Bleistift oder Feder oder Computer oder Zettelchen an der Wand? Wer schreibt wie von euch? Ich leg mal los. Also ich habe großen haptischen Schreibmodus. Also immer, ich schreibe mit Bleistift, mit Füller, aber auch mit dem Computer. Und ich schreibe sehr viel mit Karteikarten auch und scribble mir auch manchmal Drehbücher, um Texte zu gliedern vorab. Und ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass manche Texte am Computer bündiger entstehen als mit der Hand. Das hat mich dann erschrocken. Warum erschrickt mich das? Und inzwischen empfinde ich es als Zeichen von privater Rebellion und Luxus, auch so handschriftlich vorzugehen und mir die Zeit zu nehmen, Manuskripte zu wägen und und trotzdem mag ich diesen schnellen Aufschlag am Computer auch. Also es ist sowohl als auch bei mir. Achso, Entschuldigung, eins will ich noch nachtragen. Natürlich auch das Audio, die Audionotiz. Also die ist ständig Begleiter auch.
und wird auch abgehört. Und das ist toll heutzutage. Einfach geh eine Straße lang, sprech mir was auf. Das ist manchmal das Allerbeste. Gegenüber dem Notizbuch, das ich aber auch immer bei mir habe. Was kommt ins Notizbuch und was kommt in die Audionotiz? Also manchmal spät abends oder so, oder wenn zu irgendeiner Nachtzeit mir was einfällt, dann geht eigentlich nur Audio. Das hört sich dann auch ganz komisch an, am Tag darauf. Also ich glaube, dass dafür kann ich keine Erklärung bieten, also eine Unterscheidung. Ich habe manchmal das Gespür für die Reduktion des Gedankens auf Papier, braucht es sozusagen Tagesbewusstsein und für so eine emotionale oder Gemengelage zwischen Tür und Angel, kurz beim Einsteigen in den Zug oder so, spreche ich mir das lieber auf, damit es irgendwie geschwurbelt erhalten bleibt für den Moment dann der Notatsituation X. Wenn man nicht mehr richtig reden kann oder richtig schreiben, dann muss es die Sprachnotiz sein. Also irgendwie so eine Idee. Also ich habe auch quasi nah dran bei der Ursprache von Herder, kurz vorm Brabbeln. Also ich habe auf jeden Fall ein Notizbuch und manchmal, ich kenne das mit den Sprachnachrichten oder Sprachmemos auf jeden Fall auch. Ich finde auf jeden Fall immer spannend für einen kreativen Prozess, das Medium zu wechseln irgendwann. Also das für mich ist das auch eine Phasenunterscheidung. Also ich habe, wenn ein Text oder wenn etwas entsteht, Notizen handschriftlich ganz lange und dann irgendwann, wenn es ins sortiertere Arbeiten gehen soll, dann wird auch abgetippt. Genau. Also Josefine, wie ist es bei dir? Für dich war das Schreiben so, hatte ich den Eindruck, tauchte immer wieder auf? Und sehr wichtig auch. Ja, allerdings muss ich sagen, ich benutze das Schreiben auch als Oberbegriff. Also wenn ich Schreiben sage, meine ich alles auch. Mhm. Und also da würde mich vielleicht dann auch in der Rückfrage gleich mal diese Unterscheidung interessieren zwischen es gibt sprechende und schreibende Menschen, weil ich glaube, ich bin sehr doll beides. Mhm. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also so, ich schreibe, glaube ich, nichts ohne zu sprechen dabei. Auch nicht Texte, die nicht für die Bühne sind. Auch nicht verknappte Gedichte. Mhm. Es gibt ein permanentes sich das selbst vorsprechen. Es gibt Dinge, die ich erhöre, die ich nicht abstrahieren kann im Lesen immer wieder. Das sind dann Dinge, die natürlich mit Klang, aber irgendwie das Gedicht ist ja immer eine Klangform, auch nicht, auch das Nicht-Bühnen-Gedicht, aber eben auch in der Prosa, auch die Prosa soll ja klingen, zumindest meine. Und ich höre, ob es stimmt. In letzter Instanz höre ich immer, ob es stimmt. Mhm. Und dazu brauche ich trotzdem aber wahrscheinlich mehrere Instanzen und Phasen von Schriftlichkeit und von Schrift vom Draufstarren und Durchstreichen und Drüberschreiben. Das heißt, das Sprechen und das Schreiben sind, glaube ich, in so einer Wechselbeziehung. Und dann spreche ich irgendwie mit KollegInnen und ich spreche ihnen meine Texte vor und auch das brauche ich irgendwie zwischendurch und ihr Lesen. Und ich glaube, so ein bisschen auch irgendwie Schreiben als Tätigkeit ist ja auch so, oder? Also ich glaube, das andere Ding ist diese Mischung aus Rückzug und Austausch. Also ich muss irgendwie auf der einen Seite der Welt gleichzeitig wahnsinnig nah sein, um schreiben zu können und mich wahnsinnig radikal aus ihr rausziehen können. Und es ist irgendwie beides Teil davon für mich. Mhm. Also ich glaube, man geht ja immer von sich aus. Das stimmt, da würde ich dir recht geben. Schreiben ist natürlich immer auch Sprechen. Sprechen mit sich selbst oder mit einer anderen Stimme. Als ich so zugespitzt habe, würde ich sagen, es gibt Menschen, die quasi sich zurückziehen wollen und still, also vielleicht gehört auch die äußere Stille dazu, damit man in sich sprechen kann und die aber eigentlich nicht so gern vor allem sprechen wollen. Also ich würde schon zum Beispiel sagen, als ich anfing, Germanistik zu studieren, habe ich das gemacht, weil ich dachte, prima, muss ich vor allem schreiben und wenig sprechen. Man sieht jetzt, man kann sich irren. Aber es wäre für mich, glaube ich, gewesen, weil ich gedacht hätte, ich habe einen Raum für mich, der vor allem quasi zwischen mir und dem Papier stattfinden kann. Und nicht so sehr zwischen mir und einer Schulklasse zum Beispiel. Also das sind, glaube ich, schon so Grundveranlagungen. Aber ich würde dir natürlich komplett recht geben, dass auch Schreiben oder Denken Sprechen ist. Vielleicht in anderen Formen von Bewusstseinsstufen noch. Aber nur kurz.
weil mir wieder eingefallen ist, was ich eben sagen wollte, und zwar ganz stark sprechender Mensch auf jeden Fall für mich. Das wollte ich noch mit bei meiner Antwort eben hinzufügen, dass ich glaube, ich habe vor allem angefangen zu schreiben, um etwas auf der Bühne vortragen zu können. Und es hat sich dann aber irgendwie auch, also irgendwie hat sich auch das Bedürfnis danach etwas mehr ausgeprägt. Aber für mich ist Schreiben immer noch auch etwas, um in den Vortrag zu kommen oder um sich zu sortieren. Aber Sprechen ist stärker, wie eher sprechen, würde ich sagen. Ja, genau. Mhm. Entschuldigung, jetzt genau. Ich die andere Rückfrage genau erstmal nochmal haben, bevor ich anfange. Ich hätte da noch eine Frage oder daran anknüpfend: Personen, die in Textform veröffentlichen, haben ja unter anderem den Vorteil, dass das, was sie mal veröffentlicht haben, greifbar ist oder rekapitulierbar auch für sich selber. Das heißt, jemand, der Gedichte schreibt und Gedichtbände veröffentlicht, muss sich keine Gedanken machen, wo der Text bleibt. Dagegen Sie als Spoken-Word-Künstler, ich nehme mal an, Sie kennen nicht alle Ihre Texte auswendig. Sie sind ja im Prinzip existenziell darauf angewiesen, einen Zugriff auf Ihre nicht schriftlich veröffentlichten Texte zu haben. Wie groß ist da die Angst, dass, was weiß ich, wenn der Laptop kaputt geht, ist auch die poetische Arbeit der letzten 5 Jahre weg? Oder also Sie brauchen ja für Ihre künstlerische Arbeit eine eigene Archivierung. Ich würde einmal nochmal auch auf die Schreiben-Sache nochmal rückantworten, weil ich glaube, es geht dann nochmal in eine andere Richtung und dann darauf gehen, wenn das okay ist. Weil das finde ich, das fand ich eine interessante Präzisierung, und ich glaube, da würde ich tatsächlich auch sagen, in meinem Fall wirklich beides, und zwar ganz stark. Und es geht auch nicht ohne einander für mich. Also ich muss mich an Punkten zurückziehen, ich muss mich auch rausziehen. Das hat auch was ich vorhin meinte mit diesem, wenn ich die Erwartungen der Leute da stark spüre, dann muss ich anfangen, sie zu enttäuschen, weil ich sonst nicht mehr autonom sein kann. Und ich muss irgendwie mit dem Papier sprechen, um mich zu zentrieren. Aber ich kann auch diesen Prozess alleine auch wiederum nicht ohne den Austausch. Sowohl mit einem Publikum als auch irgendwie mit Kolleginnen, als auch irgendwie in dem weitesten Sinne mit meiner Umwelt. Also ich glaube auch irgendwie, das haben wir, glaube ich, auch alle gemeinsam viel kooperiert mit anderen, also mit MusikerInnen, aber eben auch mit anderen SchriftstellerInnen zum Beispiel. Und ich liebe es zum Beispiel, mit anderen Leuten zusammenzuschreiben. So, ich habe, glaube ich, lange gebraucht, um irgendwie den deutschen Geniekult und die Vorstellung davon irgendwie zu überwinden. Und aber je mehr ich es tue, desto besser, desto lieber schreibe ich und desto besser werde ich irgendwie mit dem Schreiben. Ich mag total, ich wäre, glaube ich, eine totale Verfechterin der Idee, dass mir nichts gehört und dass ich nichts alleine mache. So, und ich brauche das eben, also genau, ich brauche den Rückzug für die Konzentration, aber ich brauche immer wieder das Gespräch und das Anbinden, glaube ich, an Punkten. Genau, der zweite, da könnt ihr dann vielleicht übergehen, erinnert mich vor allem daran, dass ich ein Backup machen muss. auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, in meinem Fall führt es so ein bisschen zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich, glaube ich, gerade im Moment auch mal rausfinden muss, also dem Verdacht nachgehen muss, dass mir eigentlich egal wäre, wenn meine Texte verschwinden. Und das ist irgendwie was Krasses in einer Welt, die so beschaffen ist, wie sie ist. Und das macht auch, dass ich dann denke, also ich immer wieder denke, das muss ich verhindern und ich muss doch irgendwie veröffentlichen und Leute wollen die aber doch haben und die wollen die doch gerne lesen und ich hab die doch auch mal geschrieben und so. Aber eigentlich sind es immer externe Gründe, die machen, dass ich Sachen fixieren will. Es ist selten, was genuin aus mir kommen will. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen so eine Aufgabe, das rauszufinden und dann auch zu gucken, was die Konsequenzen sind. Also ob ich wirklich so konsequent bin, dann zu sagen, das Ego muss sterben, auch meines und meine Texte auch irgendwann oder nicht. Oder ob ich dann sage, ich habe doch irgendwie einen sinnvollen, ich kann es für mich richtig auch aus künstlerischer Perspektive genuin sinnvoll finden, es festzuhalten. Weil natürlich will ich das dann irgendwie auch, ne? Gerade wenn es für Leute was bedeutet tatsächlich. Timotin, wie ist es bei euch? Wie sieht euer Archiv aus? Dean, willst du? Ja, bitte nicht hingucken.
Nee, mein Archiv, also ich habe ja zwei, einen Ordner und eine so eine Ablage, die sehr unsortiert ist und was mich auch ein bisschen, also ich glaube, für mich ist mal viel damit verbunden, wenn ich irgendwie an dem Punkt bin, wo ich mich ausschließlich auf das künstlerische Arbeiten konzentrieren kann, was auch absehbar ist und für mich mit dem Ende meines Studiums verbunden, dann sind so für mich so gerade dieses eigene Archivieren der eigenen Arbeiten, ist mir irgendwann aufgefallen, ist, glaube ich, extrem wichtig als künstlerischer Mensch irgendwie, zumindest auch mit so einer halbwegs professionellen Perspektive, einfach einen Überblick zu haben über das, was ich schon gemacht habe, auch meine Notizen zu ordnen, weil das ja auch irgendwie ein Schatz ist, aus dem man selber schöpft, also irgendwie meine Notizbücher regelmäßig zu sichten. Ich habe immer das Gefühl, ich komme zu nichts. Und da irgendwie eine gesunde Routine zu entwickeln, vernünftig mit meinem eigenen Material umzugehen. Also ja, alte Notizen durchzublättern, das auch vielleicht mal irgendwie zu sortieren, einfach auch, um selbst voranzukommen und nicht immer bei Null anzufangen, weil ich glaube, über viele Dinge habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin manchmal selber überrascht, wenn man tatsächlich so, also ich seit über 10 Jahren führe ich Notizbücher und da stehen, also ich erkenne mich manchmal selber nicht ganz wieder, wenn ich alte Gedanken lese und das ist ja eigentlich super spannend, also weil man dann dieses Gespräch mit sich selbst ja dann auch sehr, das klingt total vermessen, wenn man das so sagt, aber sehr anregend sein kann, von sich selbst nochmal zu hören, aber aus einer früheren oder anderen Perspektive. Und dann dieser ganz andere pragmatische Gedanke, ich habe gerade mal so aufgeführt, ohne ins Detail zu gehen, aber ich glaube, eine wichtige Form des Speicherns ist für mich das Schicken an andere Personen, also irgendwie befreundete KünstlerInnen, mit denen man irgendwie im Austausch steht natürlich und von denen, also es gibt so, ich glaube, jeder von uns hat diese Leute, mit denen man sich immer wieder über Texte austauscht und die dann auch immer die erste Version eines Textes bekommen. Das ist dann wichtig, dass das einmal irgendwo in der Mail war und dann hat man es da zur Sicherheit noch halber. Man kann auch notfalls die Person fragen, wenn alles schief geht. Dann gibt es natürlich noch diverse Clouds. Also mir ist gerade eingefallen, dass ich mittlerweile, also dass ich auch alte Ordner in jede Cloud, die ich benutzt habe, einmal hochgeladen habe. Also Google Drive, Dropbox und dann Nextcloud gibt es auf jeden Fall immer denselben Ordner zu unterschiedlich aktualisierten Zeiten. Ist ein leichtes Chaos, glaube ich, obwohl ich sonst sehr sortiert bin. Und dann gibt es natürlich noch, seitdem ich angefangen damit habe, auch auf meinem Tablet nochmal alle Texte, diesen ganzen Ordner, der einfach Schreiben oder Texte heißt, gibt es dann nochmal auf dem Tablet natürlich. Und dann gibt es noch diverse Ausdrucke, wie gesagt, in diesen Ordnern hier. Also das sind alles die Sachen, die erst nicht in irgendeiner Form veröffentlicht sind, sondern halt nur als Texttipp bei mir oder als Partituren oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dann gibt es natürlich schon auch diesen einen Ordner, den ich so ein bisschen zurechtgelegt habe, den ich dann einfach in den letzten 2, 3 Jahren so, wenn, also es gab ja nicht viele Gelegenheiten, aber das waren so dieser, okay, wenn auftritt, dann dieser Ordner, den nehme ich dann einfach mit, weil das sind die aktuellsten und für mich relevantesten Sachen gerade. Ich glaube, Josie guckt auch gerade nach. Du bist auch schon so, okay, wie viele Ordner sind da bei dir? Timo, wie viele gibt es bei dir? Ja, also ich habe Projektnummern vergeben vor ein paar Jahren und habe auch in die Vergangenheit zurück die Dinge benamst oder beziffert vielmehr und fange irgendwie als Schüler halt an mit der Ziffer 1, also Projekt 1 und bin jetzt bei sowas wie 470 angekommen. Und das hat so ein bisschen mit des Bedenkens der eigenen Zeitlichkeit auch zu tun. In diesen Nummern denke ich eigentlich mittlerweile sehr stark. Das hat mit den Notizen, Audio, schriftlich, aber eben auch mit den fertigen oder vermeintlich fertigen Dingen dann zu tun, Produkten. Das kann also eine Ziffer sein, die sich nur um Archivierung kümmert und eine andere, die um eine bestimmte Inszenierung oder so etwas sich kümmert, ein Auftritt, auf den alles hingezielt hat. Danach ist der Text im Grunde nur noch was fürs Archiv, vielleicht für mein eigenes auch nur. Und das aber versuche ich mit Projektziffern und bin damit eigentlich ganz froh. Meine Frau schüttelt nur den Kopf, dass ich das so mache. Aber ich habe den Eindruck, hier ist mein Denken oder meine mich sortieren Chance einfach gut genutzt. So bin ich wohl gestrickt und dann ist doch okay.
fiel mir gerade ein, was du gesagt hast, Timo, wenn man so zum Beispiel so diese Auftragstexte hat oder Sachen, die für ein bestimmtes Projekt entstanden sind. Ich glaube, es wäre wirklich schön, dass irgendwann sich so mal Zeit nehmen zu können und dann diese Dinge eben besser sortieren zu können. Also auch so Dinge, die so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir gibt es auf jeden Fall auch so die Unterscheidung klar zwischen Texten, die für die Bühne sind, die nicht für die Bühne sind und so weiter. Und das es diese dann sich selbst einfach mal einen besseren Überblick dazu zu verschaffen und dann eben auch diese Projekttexte vielleicht auch nochmal neu zu sortieren, weil mittlerweile, also kommen ja auch Josie und ich in ein Alter, wo wir schon ein bisschen was hinter uns haben und vielleicht auch sogar Projekte vergessen haben oder so. Und dann gibt es diese Texte, wo man erstmal sagt, die sind nur für dieses Projekt, aber mittlerweile könnte man da auch ja irgendwie vielleicht nochmal was draus machen oder die neu auflegen oder irgendwas, ja, damit ein schöner umgehen vielleicht einfach. Ja, Marc zuerst, Josephine? Ist egal, Timo, kannst auch zuerst. Dann sage ich das noch kurz direkt zu dir, Dean. Genau, wenn du also darauf abzielst, dass du nochmal etwas damit anfangen könntest. Genau das hat mich dazu bewogen zu sagen, es ist ein Projekt. Projekte sind ja in der Theorie erstmal so definiert, dass sie einen Anfang und einen Schluss haben. Ich sehe das aber anders, ich definiere es eben gerade so. Es ist eine Unternehmung, die hat mal angefangen, dann ruht sie wieder. Und wenn ich dann aber in 5 Jahren für eine neue Unternehmung dann daraus schöpfen kann, ist das gut. Also ich halte mich sozusagen mit diesen Unternehmungen im Gespräch aufrecht und habe den Eindruck, es ist eben nicht abgeschlossen. Und es sind Pools oder so etwas, aus denen geschöpft wird. Das stimmt auch total, was du über Material gesagt hast. Ich habe auch eben so ein, direkt mir gegenüber tatsächlich in meinem Bücherregal so ein Regal voller Notizbücher und hat immer so ein bisschen den Vorsatz, die irgendwann einfach alle abzutippen. Und ich bin einfach, glaube ich, eine unglaublich faule Person oder auf eine gewisse Art oder eine Person, die sehr dem Neuen irgendwie zugewandt. Ich glaube, so funktioniert mein Gehirn. Und ich muss mich immer so ein bisschen zwingen, dass so eine gewisse Art von Fleißarbeit zu leisten, in der man dann ja immer wieder Neues entdeckt, wenn man sich mal endlich dazu hinsetzt. Ich habe, glaube ich, mit einem Notizbuch mal angefangen und sofort irgendwie die Energie verloren, aber tatsächlich ist es ja auch ein Schatz von auch manchmal Einzelsätzen, was ja gerade so für Lyrik total sinnvoll sein kann. Und auch, es gibt diese Auftragsprojekte, die ich auch nicht alle so mag, oder da gibt es Sachen, die fand ich für den Moment okay, aber so, die gefallen mir nicht mehr. Ich habe aber zum Beispiel neulich bei einem Text gemerkt, so, ich glaube, der gefällt mir noch nicht, aber dieser Satz, wenn ich, also hier sind einfach 5 Sätze, die kann ich flattern im Prinzip.